Und willkommen zurück zu Fortnite für die Switch. Nein, nicht für die Switch. Meine Fresse, was ist denn hier los? Fortnite für den PC mit Mario, hallo. Guten Tag. Ja, wir haben gerade eben... Ich spiele nicht mit meiner Switch. Ich auch nicht. Ne, das Ding ist halt so, ich habe gerade eben schon mal einen Part aufgenommen oder habe es versucht, den habe ich abgebrochen, weil, weiß ich nicht, wir sind relativ schnell gestorben und das wollten wir euch nicht antun. Deswegen... Salty waren wir. Ja. So salzig wie die salzigen Springs. Ja. Ha. Wollen wir mal abspringen? Yes, Alter, los. So. Ja, was soll ich dir sagen, Mario? Wir waren gerade eben in einem Raum drin. Du weißt ja, ich bin ja gerade eben ja in deine Gruppe gejoint. Ja. Und du hast ja nicht gecheckt gehabt, dass du auf Team die Gruppe hattest, sodass wir dann quasi mit zwei random Bobs zusammen einen Raum füllen. Und dann, lange Rede, kurzer Sinn, landen wir quasi in der Lobby, halt mit den 100 anderen Leuten, und hören auf einmal per Voice-Chat zwei Kinder. Ich bin so gut wie tot. Ja, das habe ich gehört, Mario. Wo warst du? Ich war in einem Haus. Ach so, du warst also nicht da, wo ich bin. Ich dachte, du folgst mir. Egal, ich sehe dich. Ja. Worauf wolltest du hinaus? Ja, du gewinnst nicht. Das werden wir sehen, du miese Schwein. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, so. Da waren halt zwei Kinder drin, die halt so richtig laut gefragt haben, Are you German? Ja, das war so gut. Ich dachte mir so, warte mal kurz. So, warum können wir auf einmal Leute reden hören? Das geht ja, wenn du in Duo spielst, dann geht das nicht. Ja, ja. Das ist schon richtig komisch auf jeden Fall. Warum war die Tür gerade auf? Das macht keinen Sinn. Das kann nur heißen, dass hier jemand ist. Ja, hier war schon jemand. Warst du in diesem Haus drin, Mario? Nein, ich war noch auf dem Dach. Und eigentlich, das ist das seltsam, aber ich glaube wirklich, dieses Ingame-Kaufen... Scheiße! Du bist tot. Mit einem wie Schlag. Wie gewartet hat. Wie hat er durch die Tür gucken können? In den Kopf geschossen. Ja, er hört dich ja. Weißt du, er hört dich ja, wenn er dann die richtige Position, weil die sind ja alle, glaube ich, gleich groß. Ja. Wenn er dann die gleiche Position hat, dann kann er einfach schießen. Ja, und vor allem das Ding ist ja auch, der hat ja auch diesen Cookie-Skin da. Ich glaube... Ja. Dass man damit irgendwie einen Push hat oder so. Ich glaube, das verstärkt dann irgendwie. Na gut, wir sehen uns bei der nächsten Runde wieder. Bis gleich. Genau. Bis gleich. So's. Wir sind wieder da. Ja. Yeah. Von wo kommen wir? Von oben links. Okay. Okay, ja. Das wäre vielleicht irgendwie hier. Ja. Wir haben nämlich jetzt einen neuen Plan. Brudingus. Ja. Zuhören. Und zwar wollen wir jetzt nicht auf den Dächern der Tilted Towers landen, weil ich habe das Gefühl, so sterben wir statistisch gesehen häufiger. Mhm. Deswegen wollen wir gucken, dass wir jetzt abspringen und dass wir auf einem Bergvorsprung landen, damit wir nämlich von da aus in die Stadt runtergehen können, weil in der Zeit mucksen sich halt die anderen Leute oben auf den Dächern ab oder in den Gebäuden und wir haben unsere Ruhe und können in die Gebäude reinlaufen. Easy going. So, folgst du mir? Wo bist du? Nee, ich weiß nicht, ich bin hier. Okay. Bei den drei Häusern. Ja, ich komme. Oh, da fliegt ja auch schon jemand hin. Da fliegen zwei hin. Wie, da fliegen zwei hin? Da fliegen so viele hin, Mario, ach du Scheiße. Ja, dann gehe ich hier hin, da ist eine Truhe. Fuck it. Und dann töte ich die Leute. Oh Gott. Was ist passiert? Ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Was ist passiert? Wo ist der Typ denn? Da. Wo? Neben dir. Ich habe ihn ganz viel abgezogen. Er dürfte nicht mehr viel haben. Aber ich habe auch noch 10 Energie. Ist er unten am Loot Lake oder was? Warte, ne? Ich habe ihn ab einem Moment an nicht mehr gesehen. Und oh, da hinten ist er. Wie, du hast ihn nicht gesehen? Er war rechts neben dir. Ja, aber ab dem Moment an, als er weg war, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Verstehst du? Unglaublich. Ich habe ein Schild dran. Da schießt jemand, Kai. Ja. Oh, vielleicht mal eine Waffe, dann könnte ich auch vielleicht mal gegenschießen. Was haben wir denn da? Ist das ein Backstein? Oh, lass mich da bitte nicht zu einem Backstein gehen. Es war ein Backstein. Toll. Scheiße! Bist du tot? Nein, aber trotzdem. Ich finde keine Waffe. So, ich laufe erstmal weiter weg, weil ich habe nur noch 10 Energie. Das heißt, ein Treffer und ich bin tot. Ja, lass uns da hinten zur Hütte gehen. Ich gebe dir gleich einen Schildtrank. Das ist, glaube ich, sogar ein etwas größerer. Das heißt, du kannst dir das erstmal mit 50 vollstopfen und dann gucken wir mal nach Verband. Wo immer der Typ gewesen ist. Ja, was ist denn heute los in diesem Part, ne? Wir schaffen es nicht, irgendetwas zu schaffen. Und hier ist natürlich leer, aber ich gehe ja trotzdem erstmal rein. Toll.
Lol. Und du läufst drauf drumherum, okay. Ja, weil ich ein bisschen aufpasse. So, willst du den Trank haben? Gerne. Gönn dir. Wir sind hier gerade sowieso relativ geschützt. Hinter dem Haus. Relativ geschützt. Relativ, ja, deswegen relativ. So, wohin gehen wir? Wollen wir da erstmal weiter lang laufen? Ja, Erstmal irgendwo komm. weg. Scheiß auf die Tilted Towers. Vor allem, ich habe die einfach nicht getroffen. Das gibt's nicht. Und ich frage mich auch, wo die Waffe her. Da war nur eine Waffe, die habe ich genommen. Und die hat die trotzdem bekommen. Und du hast sie nicht Also, bekommen? ich habe die auch bekommen. Doch, ich habe die bekommen Hä? vorher. Aber die hatte trotzdem eine Waffe, womit sie schießen konnte. Das geht doch eigentlich gar nicht. Also, ich glaube wirklich, diese In-Game-Käufe, ne, die müssen die echt. Ich weiß nicht, ich finde das halt unfair, wenn jemand direkt eine Waffe hat beim Landen, weil dann können die halt direkt landen und jemanden abschießen, bevor der überhaupt die Waffe aufgenommen hat. Bevor er überhaupt wechseln konnte zur Waffe. Ja. Ich Das geh mal. ist In-Game, weiß nicht, also solche In-Game-Käufe finde ich nicht gut. Oh, ich habe hier direkt meine taktische Schrotflinte bekommen auf legendär, meine lieben Fräuleins. Tja. Nice HD. Also Ingame-Käufe mit Schildtränken, okay, gut, dann haben sie etwas bessere Rüstung am Anfang. Aber Waffen finde ich, das ist so, das ist so viel. Ah, du meinst Weil halt, dass damit. er sofort eine Waffe gehabt hat am Anfang. Ja. Okay. Weil da war nur eine. Falls ihr da Ich was habe ja dazu die Truhe geöffnet, wisst, da war nur eine Waffe drin. ja, falls ihr was dazu wisst, dann schreibt es in die Kommentare, weil ich bin mir nicht sicher, wie das hier mit den In-App-Käufen aussieht. Ja, ich auch nicht. Also eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass man eine Waffe kaufen kann vorher, aber anscheinend ja schon. Ja. Ja, was willst du machen? Man muss ja auch irgendwie die Spieler belohnen, die dem Spiel Proleten Ja. reindrücken, ne? Hier ist eine Truhe. Hier ist übrigens noch Nice. ein Schildtrank für dich. Nice. Ich hoffe mal, dass du hier noch ein bisschen Dings findest, ne? Verband wäre schön. Verwandt, ja. Bisher sieht es eher mau aus. Ah, da oben ist noch eine Truhe. Sehr schön, sehr schön. Wenn ich Hier ist ja drauf auch kein kommen würde. Schrein. Ja, warte, ich baue dir da ganz kurz eine Treppe hin. Zu spät. Okay. Verbände, yes, sehr schön. Nice, Mann. Sehen wir hier noch ein Gewehr. Erstmal benutzen. Okay, da ist Und dann nichts drin sollten wir auch gewesen. langsam Richtung Zone laufen, weil wir sind doch ganz schön weit weg. Ja, so langsam wird's Zeit. Es wird Zeit. Ja. Aber da oben ist noch was auf dem Dach. Ich versuche mal dahin zu kommen. Ja, du hast noch ein paar Sekunden. Jetzt übertreibt man nicht die Lage hier. Okay. Ach, das war nur eine Schadensfalle, Mann. Was ist das denn für ein Aber es Rotz? sind nur 37 am Leben und das, obwohl die Zone noch nicht mal das erste Mal kleiner geworden ist. Huh. Sprich, die Person, die Idioten! uns fast getötet hat, ist wahrscheinlich auch schon tot. Ja, hoffentlich, Mit ne? hoher Wahrscheinlichkeit zumindest. Würde ich mir Sees wünschen. So, komm, ich laufe direkt mal hinterher. Ja. Ich habe Verband gefunden. Oh, gönn Da dir. ist jemand. Wieder ist jemand. Scheiße, da Und waren du bist schon zwei, gleich tot. Mann! Da waren Du zwei! bist schon tot, ne? Ja! Fuck it, Alter! Ich sehe sie. Ich wollte ihn dann abschießen. Ich glaube, ich habe ihn auch getroffen, aber der hatte so viel. Scheißdreck. Oh nein. Erstmal. Ich glaube, der war full auf Schild. Oh nein. Jetzt hat er natürlich die Schrotflinte, die ich dem gegeben habe. Fälschlicherweise. Fick dich doch, ey. Und da kommt der zweite, okay. Aber ich habe ihn aber ganz viel 31er Schildtränke abgezogen. Das heißt, er muss 100 voll. Hä? Wie kann das sein? Ach so, das ist der mich getötet hat. Der andere. Ich würde gerne den anderen sehen. Kann man Kann man das nicht. nicht. Warum nicht? Aber das kann eigentlich. Der muss 100 gehabt haben. Ja. Weil da kam mindestens viermal diese 31er Anzeige. Mit in Blau. Das heißt, Schild abgezogen. Das heißt, der muss 100 Schild gehabt haben. Unglaublich, ja. Der hat sogar eine Panzerfaust. Was ist los bei dem Mann? Unfassbar. Naja, gut. Wir sind einfach schlecht. Ja, das ist der Grund. Aber ihr guckt uns trotzdem zu, denn im Thumbnail und im Titel stand ein wichtiges Thema, auf das ihr sicherlich geklickt habt. Lol. Es war so ein Abfuck, ne? Ganz ehrlich. Gibt es nicht. Und vor allem sind die immer so gut. Und ich glaube, wir sollten abspringen. Jo, wir wollten nämlich nicht mehr zu den Tilted Towers, jedenfalls nicht Fürs heute. Erste Fürs zumindest. Erste. Wir wollten zu den Wailing Woods, etwas weiter weg. Und uns von da aus ein bisschen höher pushen und besser bauen.
Naja, aber weißt du, ich habe den Typen halt gerade eben so gesehen aus dem Augenwinkel, denke mir so, das ist halt nicht Mario. Wollte gerade draufschießen, hab das auch, glaube ich, ein paar Mal gemacht. Ich glaube, ein, zwei Schüsse habe ich verfehlt. Aber trotzdem, weißt du, da kam halt noch eine zweite um die Ecke und dann war vorbei. Lass mal ruhig doch direkt in die Villa, weil ja? wir sind eh Erster. Ja. Okay. Die da sind. Ich sehe hier keinen anderen gerade. Ja. Und wenn wir Glück haben, ist der Kreis auch gleich hier. Na gut. Fuck, da spawnt einer. Da ist jemand anderes. Ja, ja, ich fuck. Scheiße. Scheißdreck. Ich hab ihr viel abgezogen, aber nicht genug. Komm, mach sie fertig. Treff jetzt! Kai! Hab ich überhaupt getroffen? Nicht immer springen! Hab ich überhaupt getroffen? Hab ich getroffen? Ich weiß es nicht, ich hab ihr 40 abgezogen. 40? Das kann nicht sein. Das kann eigentlich gar nicht sein. Hä? Wie hat er ein Schild oder so? Das kann nicht sein. Wie als wenn die ganz am Anfang Schild hat. Aber du springst beim Schießen nicht springen. Doch, damit er mich nicht treffen kann. Ja, aber dann triffst du ja auch nicht. Doch, wenn ich gut aim. Ich meine, ich habe ja auch letztens, als du mich gefragt hast, hast du was gemacht, Kai? Da habe ich auch getroffen. Ja, ja, den letzten schon. Das ist der letzte, das war der erste, Alter. Niemals. Ja, also wir sind wieder mal sehr, sehr gut. Wir kamen nicht dazu, zum Thema zu kommen. Das werden wir aber im nächsten Battle ändern. Hoffentlich. Ja. So, das Thema des heutigen Partes, ja? Ja, ja. Lass mal wieder in die Wälder erstmal. Und dann, worüber reden wir? Fortnite für die Switch. Ja. Steht ja genau. Auf dem Titel und auf dem Thumbnail. Also hätte man auch drauf kommen können, Mario. Ja, also, ich habe letztens mal so ein bisschen in die Nachrichten geschaut, in die allseits bekannten Nintendo-Nachrichten. Und da gab es ein Interview, oder was heißt ein Interview, aber jemand auf Twitter, wenn man das jetzt mal so betonen möchte, hat den Executive Director von Fortnite gefragt, hey, ich hätte schon ein bisschen Bock auf Fortnite für die Switch, wie sieht's aus? Ist das eine Aussicht? Und der Executive Director meinte so, ja, ja, auf jeden Fall, ich hätte auch unfassbare Lust daran. Ja, und das klingt ja schon mal sehr optimistisch, weil das heißt auch nur, dass einem Release von Fortnite für die Switch eigentlich nichts mehr im Wege steht, ne? Ja, richtig. Und daher mal gucken, ob das grafisch auch möglich ist, weil ich muss sagen, grafisch sieht zwar jetzt vielleicht nicht so gut aus, aber also PCs kommen schon teilweise an ihre Grenzen, seltsamerweise. Also das ist nicht gut optimiert. Und das verstehe ich halt nicht, weil ich weiß, mein PC ist halt nicht so gut, aber auch nicht so scheiße, dass das Spiel schon bei Mittel auf die teilweise 30 Frames runterbricht. Also das macht alles keinen Sinn. Eigentlich nicht, nee. Und naja, mal sehen. Aber ich bin auch gespannt wegen dem Online-Modus dann, weil 100 Online-Spieler, aber man muss ja sagen, die Switch ist online teilweise, die zeigt sich nicht von seiner besten Seite. Na, es kommt halt drauf an, welches Spiel du hast, ne? Wenn es halt so ein eigenes Nintendo-Spiel ist, dann kannst du es in die Tonne kloppen, aber naja, Splatoon war ja jetzt auch nicht unbedingt die Glanzleistung. Ja, genau, aber halt so Rocket League zum Beispiel, das lief ja eigentlich ganz gut. Ja, FIFA war auch nicht unbedingt die Glanzleistung, online-technisch. Nee, ja, aber weil EA halt unfähig ist. Also, ja, aber so ein Rocket League Indie, fast Indie, könnte man beinahe sagen. Ob die das besser hinbekommen, wenn die es jetzt gerade bei einem PC so schaffen, dass sie einfach alle Ressourcen benutzen, ist natürlich die Frage, ob sie das gut hinbekommen. Ich hoffe es, aber teilweise hoffe ich halt einfach, dass sie es gut hinbekommen. Aber es ist ja schon eine Rocket League, ein Fortnite-ähnliches Spiel quasi in Aussicht. Ja, und zwar Justice. Wie hieß es nochmal? Ich hab's vergessen. Ich hab mir irgendwas gegönnt. Lol. Schön. Ich hab die Truhe gesehen. Ja, warte mal, die Verbände kriegst du, weil ich hab ein Medikit. Ich hatte es gerade eben sowieso aufgehoben, aber das wurde mir nicht zugeschrieben, die Scheiße. Ja, weil ich vorher gedrückt hab, du kleine Sau. Lol. Wie hieß das nochmal? Wie hieß denn dieses Battle Arena Shooter Spiel nochmal? Gute Frage. Ach, guck mal in deinen YouTube-Verlauf gerade rein. Da müsste es ja eigentlich stehen. Sind wir im Kreis? Ja. Wahrscheinlich wird es in Dometo Town enden. Höchstwahrscheinlich. Hier scheint jetzt auch keiner zu sein. Ich sehe hier niemanden langlaufen.
Ich auch nicht. Ich habe auch, zum Glück habe ich eine schöne Sniper. Halbautomatik. HD. Aber würdest du denn in so ein Fortnite auf der Switch spielen? Auf jeden Fall. Also ich weiß zwar nicht, ob das Ganze dann auch Free-to-Play werden wird, weil ich glaube, dass es bei der PS4-Version jedenfalls so gewesen war, dass man für einen quasi kostenlosen Access, es klingt halt paradox, ich weiß, aber dieser kostenlose Access, den es auch beim PC gibt, der kostet bei der PS4 40 Euro. Oder kostete. Ja. Da bin ich mir halt, ja, man das weiß ist halt nicht. Die Frage. Man weiß da nicht, ob es auch bei der. Kai, da sind wir. Der hat dir meinen Busch kaputt gemacht. Wo denn? Da hinten bei der Hütte? Ja, vor uns. Da vorne kommt er. Wo denn? Da, wo ich hinziele, Mann, du dumme Sau. Wo denn? Lauf weg. Lauf einfach weg. Ich habe ihn nicht gesehen. Wieder. Ja, genau. Warum bist du denn so dumm? Ja, bleib hinter dem Busch. Bleib hinter dem Busch. Versuch mich weiter zu verstecken. Ja, ich komm. Ich sterb ja gleich. Nach, als wenn du stirbst. Ja, ich krieg ja sekundlich was abgezogen. Sie kamen von hinten, die dummen Wichser. Wo waren die denn? Ich hab sie nicht gesehen. Da, wo ich hingezielt habe. Ja, das sehe ich ja auch voll. Ein großer Baum kaputt gegangen sogar. Weil sie den kaputt gemacht haben. Ich hab dich gefragt, bei der Hütte? Ja. Ja, bei der Hütte, genau. Daneben war ein Baum, den haben sie kaputt gemacht sogar. Da konnte man sie schon langlaufen sehen. Und dann immer noch weiter und dann sind gerade ausgelaufen. Und ich so, der sieht den immer noch nicht? Will der mich verarschen? Ja, okay. Naja. So, ja, ob ich denn Fortnite für die Switch spielen würde? Ich würde sagen, ja. Also wenn es wirklich Free-to-Play auf der Switch wäre, was ich cool finden würde, dann würde ich es auf jeden Fall spielen. Und man darf ja auch nicht, du hast ja auch gerade eben was gesagt, von wegen, ja, wie schnell sollen sich denn die Räume füllen, wenn man nur mit Switch-Leuten spielen kann? Aber ja. Wir starten ja auch gerade mit 90 Leuten, jetzt sind zwar schon 3 weg aus irgendwelchen Gründen, okay? Mit verlassen wahrscheinlich. Mhm. Und ich denke, dass sich der Raum dann auf x Leute füllen wird und dass die Lobby sich füllen wird und wenn man halt sieht, hey, da kommt halt kein Spieler mehr rein. Gerade eben waren wir auch erstmal 92 Leute, dann kam sekündlich gar nichts. Dann ist die Lobby auf 90 runtergebrochen und dann hat der Raum angefangen zu starten. So. Ja, das ist halt die Frage, ne? Weil die Switch ja auch eher Handheld ist, ne? Und wenn man, ich würde halt sagen, was ist der Grund, sich die Switch-Version zu kaufen, wenn du eine PS4 oder einen PC oder eine Xbox hast? Du kannst sie im Bett spielen oder auf der Couch oder auf dem Sofa. Die Switch-Version. Ja, ob das so viele machen, ich weiß es halt nicht. Das wäre chillig, ne? Statt irgendwie auf den, weiß nicht, auf dem PC-Sessel dann zu strugglen. Ich denke, es wird schon Sinn machen. Klar, wir müssen auch natürlich die Performance noch ansprechen. Wie gesagt, mein PC ist nicht der allerschlechteste. Und trotzdem komme ich hier gerade mal auf meine. Oh, Schlürfsaft, dankeschön. Ich komme hier gerade mal auf meine 60 FPS, manchmal bricht es runter. Also, ich bin mal gespannt, wie sie die Grafik runterstellen, damit es auch für die Switch spielbar wird. Mhm. Und auf wie viele FPS sie das runterbrechen. Ich glaube, es wird dann nur auf 30 laufen. Das wäre so meine persönliche Einschätzung als. Ja, 30 ist mehr auf jeden Fall nicht. Es wäre auch schön, wenn man. Keiner hingekommen. Es wäre auch mal schön, wenn man irgendwie auf Konsolen die Grafik selber einstellen kann, damit man halt mehr profitiert. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich scheiß auf die Grafik, aber ich will halt mehr FPS haben, dass du dann halt ja, einstellen kannst, dahingehend, wie die grafischen Voraussetzungen sind. So. Aber ja, ich würde es spielen. Wenn es nicht kostenlos wäre, müsste ich überlegen, müsste ich gucken, vielleicht kann ich irgendwie auch noch an den Key rankommen, YouTuber-Bonus und so, lol. Ja, wäre schon ganz interessant, aber mal gucken. Also auf jeden Fall kommt da wieder das andere Fortnite-ähnliche Spiel noch raus. Ja, da würde ich auch gleich mal drauf zu sprechen kommen. Wir verbarrikadieren uns mal hier in der Zone. Ja. Beziehungsweise hier im Haus. Und ich muss ganz kurz den YouTube-Verlauf durchklicken. Ach, du willst den Verband nicht haben? Gut, den nehme ich dann. Ich habe genug, ich habe 10 Stück. Ah, okay. So, und zwar, oh, wie hieß das nochmal? Ich muss echt mal looken. Mitten im Game. Mitten im Game, ne? Da schieße ich dir erstmal in den Kopf. Hey. Und zwar hieß das Game Crazy Justice Battle Royale, heißt das Ding. So. Und das kommt quasi. Kai.
Hier wird geschossen, definitiv. Und die hören unsere Schritte. Lass uns ins Haus gehen. Beziehungsweise hoch und dann gucken, wo sie kommen. Du nimmst den Ausgang, ich nehme den anderen. Okay. Du vertraust mir also diesen Ausgang an, ja? Ja. Okay, schön. Hast du gewechselt? Beziehungsweise machen wir mal die Treppe kaputt. Kommt er nicht mehr näher hoch? Ja, fürs Erste halt, ne? Ja. Kai? Ja. Was hast du gemacht? Achso, das warst du. Zugebaut. Bist du sicher, dass hier jemand gekommen ist und dass es nicht ich war? Natürlich hat auch jemand geschossen. Ja, der ist ja bestimmt wieder weg. Hm. Ja, dann doch nicht. Egal, ja. Wo wollten wir hin? Du hast das Spiel, wie hieß das nochmal? Genau, es heißt Crazy Justice Battle Royale. Ist Crazy Justice nicht voll irgendwie von DC geklaut? Oder Marvel, von wegen hier Crazy Justice irgendwas? Naja, die Justice League, ne, aber... Genau. League of Justice, aber das ist ja an sich nicht geklaut. Weil ich habe das Gefühl, dass es auch irgendwas in dem Sinne hatte von Crazy Justice oder so. Ich weiß. Aber ja, das Spiel soll auf die Switch kommen, und zwar im Frühling diesen Jahres. Das heißt, es würde das erste Battle Royale Shooter Game sein, das auf die Switch kommt. Schon vor Fortnite, weil ich glaube nicht, dass Fortnite noch irgendwie im März oder April kommt. Das wäre viel zu früh. Ich rechne eher so mit einem Release, wenn überhaupt, im Herbst oder so oder im Sommer. Und ja, das Spiel wird, glaube ich, 15 Euro kosten. Mhm. Das heißt, man zahlt da doch schon für, aber das sind halt 15 Euro. Das klingt... Das geht. Ziemlich so, wollen wir sozial. Langsam in die Zone gehen? Ja, dann lass uns gehen, Boots. Die wollen bestimmt hier, die stehen hier bestimmt noch und wollen uns gleich abknallen und dann unsere Mittelsturmgewehre klauen. Wahrscheinlich. Ja, aber ich finde das schon ganz gut. Generell, solche Spiele braucht die Switch halt eben auch. Ne? Ja, natürlich. Der Online- Competitive-Aspekt muss natürlich gewahrt bleiben. Das ist halt, das kommt halt bei Nintendo viel zu kurz. Auch zu zeigen, der Switch. Leider. Man hat ja bei der Switch eigentlich gesehen, dass mit Rocket League das läuft. Ne? Das gucken sich gerne Leute an. Ja, das spielen gerne Leute. Die Leute sehen, okay, das läuft stabil, das läuft gut. Damit kannst du arbeiten. Ja, und das hat nur gut ansatzweise laufen. Ne? Es darf halt nicht so kacke laufen. Ja. Weil dann switchen die Leute dann halt eben doch zu einer PC-Version. Hm. Aber ich meine, PC oder Xbox. Ja, aber ich meine, du hast ja gestern, als ich den Trailer geschickt habe zu Crazy Justice Battle Royale, da hast du ja gesehen, was grafisch da möglich ist. Und es sieht halt schon etwas mehr aus wie, es hat was von Fortnite. Ja, aber grafisch. Es war halt eben auch nur ein Trailer. Ne? Wer weiß, ob das überhaupt schon auf der Switch-Engine lief. Ja gut, vielleicht haben sie PC-Gameplay gezeigt, das kann natürlich sein. Ja, ne? Okay. Aber... Man wird sehen. Also, ich bin mir sicher, dass das Spiel butterweich laufen wird. Ja. So, hier werden gleich Leute auf uns schießen. Ich bin mir jetzt schon dem bewusst. Ja. Lass uns mal irgendwie gucken, dass wir in eine Hütte gehen oder irgendwo, wo wir leicht jemanden töten können. Solange es nicht zu viel kostet, weil Fortnite ist halt kostenlos, ne? Das ist natürlich die Frage bei der Switch, wie wollen sie das machen? Dass wir dann Geld kosten, definitiv. Ja, ich denke schon, wie ist denn auf der PS4? Wie ist es denn auf der PS4 jetzt mittlerweile? Ich habe halt Game-Tests und Game-Reviews von Fortnite gesehen, die sind schon asbach-uralt, ein halbes Jahr vom Sommer letzten Jahres noch. Und da hieß es ja, für PS4 kostet es 40 Euro und für die Xbox One auch. Und ich denke mir so, okay, wie ist es denn heute? Jetzt, wie ist die Situation jetzt? Ist es heute vielleicht kostenlos oder also auf den ganzen Konsolen oder muss man da auch für bezahlen? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Comments, ja. Genau. Ist hier keiner in Domito Town? Die springen gleich bestimmt raus, Mann. Und betrügen uns und dann kommt es zur Anzeige. Arme Nakoi. Das ist halt einfach kein Schwein, das kann doch gar nicht sein, das ist in der Zone. Ja, vielleicht sind es alle tiefer rein und vielleicht haben sich schon viele hier eingefunden, weil hier ist ja auch nichts mehr an Loot. Ja. Oder es sind halt alle Tilted Towers, weil das auch in der Zone ist. Könnten ja auch mal Richtung Tilted Towers laufen. Ich meine, jetzt wo nur noch 25 dabei sind, ist das ja an sich auch egal. Vielleicht schaffen wir es ja doch einmal in diesem Part noch unter die ersten 10 zu kommen. Hey, das wäre wieder so ein Ziel, das man sich setzen kann. Ja.
Die einen Der haben nächste. als. Oh, es endet wahrscheinlich auch in den Tilted Towers. Also wir sollten so viel Loot abstauben wie möglich, dass wir noch mindestens jeder 50 Schild hat. Ja. Nur ist wahrscheinlich hier alles schon rausgelootet wie nichts anderes. Da habe ich die Angst vor. Und ich denke nicht, dass hier Leute. Es könnte natürlich sein, dass die Leute so inkompetent gewesen waren, um so einen versteckten Bereich zu finden, wo halt Schildtränke sind. Na, na, na. Okay, da ist nichts. Schade. Und vor allem, wir brauchen unbedingt Holz und sowas, ne? Zum Bauen. Hast du die Tür geöffnet? Ja. Gut, hier ist aber nicht, lass weiter. Okay. Bruder muss los. Hast du das? Ja, ich mache hier gerade einen Baum kaputt Oh, mit ich habe einen diesem Trank Holzsack. gefunden, einen Schildtrank. Oh! Willst du ihn haben? Sehr schön. Nee, nee, du ruhig. Okay. Gönn dir. So, aber dann weiter. Sehr Ist das wohl. 75? Ja. Aha. Ja, dann musst du jetzt aber gleich auch reinhauen, ne? Wenn da jemand zu uns kommt, Hey, du kennst den mich musst du doch. fertig machen. Du kennst mich Ja, doch. ich kenne dich. Du triffst keinen Mal außer vielleicht ein einziges Mal beim letzten Mal. Damit du sagen kannst, ah, ich habe getroffen. Ja, genau. In dieser Weißt du, wie ich letzten mich dafür Szene eines gefeiert habe? Spiels. Weißt du, wie ich mich dafür gefeiert habe, dass ich diesen Typen weggehauen Ja, nachdem der die ganze Zeit schon habe? Ja, aber ich habe halt einen Genoscope. Das ist halt schon fast ein Noscope gewesen, wie ich den angeschossen habe. Heilige Scheiße. war. So, komm, aber jetzt mal. Wir müssen weitere Schildtränke finden, Mann. Da schießt jemand, lass weiterlaufen, schnell. Wir Ich wollen jetzt noch hört. nicht schießen. Ich höre halt auch nichts, ne? Na klar, du siehst nichts, du hörst nichts. Ich bin schwerhörig. Unglaublich. Und kurzsichtig. Ich kann nichts sehen. So, lass uns in das Haus hier gehen. Jawohl. Aber auch mal die Frage an euch Zuschauerers. Denkt ihr, Fortnite wird auf die Switch kommen, weil der Executive gesagt hat, ja, das ist auf jeden Fall drin, da habe ich Bock drauf? Oder denkt ihr, das ist alles nur hohles Gewäsch oder hohles Gerede von dem Executive? Haut mal raus. So, ist hier vielleicht irgendwie was Verstecktes unter dem Boden oder so? Ne. Ah, natürlich Ja, es nicht. wird wahrscheinlich Tilted Towers aufhören. Und wir sollten jetzt so langsam los. Ja. Das Problem ist, dass die meisten sich dann wahrscheinlich schon dorthin begeben haben und sich dann auch schon hochgebaut haben. Lass Da uns hinten mal sind welche, da da hin. hinten sind welche. Ich sehe es. Haben die Die uns haben uns auch gesehen? gesehen. Ja, wahrscheinlich. Scheiße. Wir wollen dahin, wo wir hin wollen. Toll. Ah. Ihr Wichser. Und wir müssen in die Zone. Stehen die Also, da wir müssen rum? rein theoretisch da lang. Ja. Da Beziehungsweise, lass uns. wir keine Ja. Fernkampfwaffen haben, wie Sniper oder so, sind wir gearscht. Lass uns mal da lang. Vielleicht haben wir Glück und die Zone endet hier gleich und die bleibt hier in der Nähe. Ja, es wäre natürlich, wenn wir darauf vertrauen könnten. Dass es Oh. quasi am Loot Lake aufhört. Mm. Natürlich die Frage, ob die sich hier schon eingebaut haben, die Leute. Weil da sind so viele Sachen. Gebäude, ja. Ich merke schon jetzt, dass jemand gleich auf uns drauf schießt. Ja, und für diesen Fall will ich schon mal hier den Finger am Q halten, damit ich nämlich gleich ein Gebäude oder so bauen kann. Ah, auch schon alles leer hier. Mal sehen, wo der Kreis aufhört. Wir leben gefährlich, Entweder Alter. Tilted Towers oder Loot Lake, eins von beiden. Tilted Towers Oh, war fuck klar. it! Das kann es doch nicht sein, ey. Wie kann man nur so eins Dann. Pech haben in eins Live? Na, auf geht's. Lass uns hier langlaufen. Hm. Bevor wir hier durch das Meer laufen und das. Ja, nee. Das wollen wir nicht! Nein. Mal, wir kommen gut voran diesmal. Jetzt letzte Runde so quasi, nachdem wir über das Thema gesprungen haben, Ja, ne? kommen wir jetzt. Sieh mal, jetzt noch eine Truhe, die Oh, was zu ist. was? Oh, da muss ein Trank sein. Was ist das denn? Ein Saufkrug. Ich weiß gar nicht, was es ist, aber ist mega. Wahrscheinlich bringt dir das richtig 100%, ja. gut. Vor allem, er braucht 15 Sekunden, bis ich ihn getrunken habe. Ach du Scheiße, ja, ich halt Stellung. Der gibt dir Rüstung oder Schild oder was? 100 bestimmt mindestens. Boah, du kleiner Lacker, Alter. Ja, musst du gleich Ja, aber auch. Oh mein Gott! Ja, musst du gleich aber auch hier und nicht hier. Der Saufkrug, der hat Oder genau hinten neben an! dir meine Da volle ist. Truhe. Geil!
Ich sehe jetzt schon, dass wir sterben, weil uns jetzt jemand abschießt. Hast du was gehört? Das waren wir aber, glaube ich. Und dann sieh mal, ich öffnete und du gehst da hoch. Wir Scheiße! werden angeschossen. Es war so klar! Schnell, kann man bitte sterben. Das war klar! Die Wichser! Vor allem, dass die so aus der Entfernung treffen, ne? Ja, der eine hat ja auch natürlich. 100-100, aber trotzdem, dass die so. Wahnsinn! Ja, der Und hat ja das war auch. ja nicht. Das war kein Scharfschützengewehr. Der Typ, der jetzt gerade diese Dragonfight, der dem ich gerade zugucke, doch, der hatte eins gehabt. Ah, Und der hat sah aber wahrscheinlich uns auch eher. abgeknallt, ne? Ich wollte gerade nämlich hier einen Wall bauen, ne? Und es war Ja. nicht mal was Wichtiges drin. Was war denn So ein kleiner Trank, eine Falle und irgendwas anderes. Und so normale Holz und irgendwas anderes. Ja. Ja. Ich hoffe, Dragonfight stirbt, dieser Hurensohn. Ja. Würde ich ihm Obwohl, gönnen. ich gucke Lami 0151 zu. Der hat mich gekillt. Dieser Dragonfight hat auch so ein Saufgedöns. Ja. Aber der hat es nicht mitgenommen. Weil er sich denkt, ich hab doch schon 100. Ja, du kleiner, selbstgefälliger Huso. Fick dich. Na gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das Thema Fortnite Switch. Schreiben Sie dazu was in die Comments. Ja. Und schreibt dazu, wie wahrscheinlich ein Port auf der Switch sein könnte. Könnte. Konjunktiv. Haut rein und ciao. Bye-bye!